Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder im normalen Style. Das heißt, ihr seht mal wieder ein paar Becken von mir ohne groß Schnitt und Musik. Einfach ganz entspannt. Ich habe dieses Community Aquarium bzw. das Wildaquarium endlich fertigstellen können. Ich bin jetzt sehr zufrieden damit. Nicht wundern, ich habe gerade eben Wasserwechsel gemacht und da die Pflanzen aus eingelaufenen Becken kommen, ist dann natürlich jetzt noch ein bisschen Pflaumen und Schwebteile drin. Die werden sich aber, wenn dann die Bewohner drin sind, auch schnell noch auflösen, beziehungsweise werde ich da jetzt ja noch 3-4 Wasserwechsel mindestens machen, bevor ich da Fische hole. Es sollen immer noch Beta Rubra werden. Genau, zu den Pflanzenarten kann ich euch gar nicht so viel sagen. Ich vergesse immer die Namen und die sind aus meinem eingelaufenen Becken. Da habe ich ein bisschen gegärtnert und ich habe das Becken jetzt einmal bis oben in voll gefüllt, um auch einfach jetzt die nächsten Wochen, wenn was verdunstet, dass die Pflanzen trotzdem schön hochwachsen können. Genau. Also, was habe ich gemacht, was ihr mir empfohlen habt? Ich habe auch die Wurzel hier geteilt. Ich bin soweit zufrieden. Der andere Teil ist ein bisschen niedriger, aber das wird sich dann noch mit den Pflanzen ganz schön verwachsen. Dann habe ich hier unten Bodendecke reingemacht. Die habe ich auch in den anderen Becken. Hier solche wie gesagt, ich habe die Namen nicht im Kopf und habe hier auch noch neue Pflanzen. Die hatte ich von meinem Vater übernommen. Der hat die schon eh immer und ich habe die nie im Handel gesehen. Deswegen, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Die sind braun-rot, rötlich. Und vom Layout her habe ich hier vorne relativ viel Platz gelassen und dem hinteren Bereich halt mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Das soll schön zu werden. Und hier vorne geht das halt wie bei dem Simplex-Becken so nach vorne, rechts und links, dass man hier so einen freien Bereich hat. Das Simplex-Becken ist ja vollgewuchert, da sieht man es nicht mehr so, aber hier soll das halt auch diesen Anschein haben, so ein Halbkreis, wenn man jetzt von oben drauf guckt, so ein Halbkreis und rechts und links wachsen die Pflanzen nach vorne, dass man eine schöne Struktur noch hat und habe mich hier ja jetzt auch dafür entschieden, dass die Vaselina oder Vaselinen, je nachdem wie ihr das nennen möchtet, drin bleiben. Habe ich natürlich ein bisschen mehr Arbeitsaufwand, da die hier schon nach vorne wachsen. Hier auch schon in dem Bereich. Und da auch, da muss ich dann ein bisschen gucken, dass ich die im Zaum halte. Die sollen halt den hinteren Bereich so ein bisschen bis in die Höhe zuwachsen lassen. Und das Ganze verdichten und dann habe ich hier halt noch die ganzen schnell wachsenden Pflanzen. Hier werde ich dann auch noch in diese Wurzel wie hier so ein Anubia reinpacken, weil die da schön drin klemmt hinter dem Stein. Und dann schauen wir mal. Also mit dem Kies, den habe ich jetzt gelassen. Den habe ich auch oben in den Aquarium, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Vielleicht hole ich dann nochmal gröbere Steine, die ich dann so ein bisschen drauflege oder Schiefer. Das habe ich nämlich hier bei dem und das gefällt mir relativ gut. Wenn das dann so ein Teppich gebildet hat wie hier, dann wirkt das auch ein bisschen schöner. Jetzt wirkt das ja noch so platt und aber ich rechne stark damit, dass das hier richtig gut zuwuchert. Und wenn ich jetzt die ein paar Wasserwechsel noch gemacht habe, übrigens hier mit dem Außenfilter, und zwar diesen hier. Der läuft hier noch und läuft sehr gut. Der filtert das hier echt gut und macht eine normale Strömung, wenn ich das mal hier so hinhalte. Ja, ein paar Schwimmpflanzen sind auch, die hängen da so ein bisschen in den Pflanzen drin. Blätter habe ich auch schon reingemacht, wie ihr unschwer erkennen könnt. Sollen das Wasser schon mal ein bisschen anreichern. Schnecken sind auch schon drin. Habt ihr wahrscheinlich eben gesehen, die große. Oder? Wo ist sie hin? Ja.
Also, das ist so das kleine Update. Ich hoffe, es euch gefällt. Jetzt muss das Ganze nur noch anwachsen und auswachsen und hoffentlich nicht so viel Algenwuchs bilden. Hier ist ja schon ein bisschen da an den Ecken, sieht man es an den einzelnen Pflanzen. Da werde ich versuchen, mit einer Dunkelkur gegen vorzugehen und zu checken, welche Nährstoffe fehlen und welche zu viel sind. Das kriegen wir ganz oft im Forum als Frage, wenn so Algen sich bilden, was das für einen Grund hat. Also es kann entweder an dem Licht liegen, was meistens bei diesen Lampen der Fall ist. Also ich habe zwei von denen und da habe ich nur Probleme in den beiden Becken, in den anderen gar nicht, mit Algenwuchs. Genau. Und dann halt die Wasserwerte checken und dann dementsprechend aufdüngen. Ja, da das Becken ja hier schon eingelaufen ist, ihr wisst ja, hier ist die alte Schicht drin, hoffe ich mal, dass das Pflanzenvolumen das jetzt so ein bisschen aufsplittet und die Algen dann weggehen. Ich habe auch noch ein paar Garnelen reingesetzt, ein paar rote Neocaridina, die man jetzt aktuell gar nicht sieht. Die sollen hier auch ein bisschen aufräumen und sich ein bisschen vermehren und dann gucken wir mal, wie sich die mit den Rubras verstehen. Hier ist, glaube ich, auch noch ein Wels drin, zumindest habe ich den gesehen. Den muss ich noch rausfangen. Den habe ich schon die letzten Wochen nicht gekriegt. Aber ja, wenn der Antennenwels hier drin bleiben will, dann hat er auf jeden Fall auch genügend Versteckmöglichkeiten und genügend Platz. Sonst fange ich den raus, bevor die Rubras kommen. Ich habe ja, wie gesagt, mir noch ein bisschen Zeit gelassen. Jetzt erstmal Nachwuchs, Menschennachwuchs und dann werde ich das ganze Projekt hier euch weiter präsentieren. Und ja, das Video ist mal wieder viel zu lang geworden. In diesem Sinne, kurzes Live-Update auch von mir. Und wir sehen uns. Jetzt zeige ich euch das nochmal im Ganzen. So. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.